Ein unaufmerksamer Fahrer kommt bei 90 km pro Stunde von der Fahrtrichtung ab und überschreitet die weiße Linie der Standspur. Sofort ertönt ein Geräusch, weil diese Linie mit Noppen, die 5 cm voneinander entfernt sind, ausgestattet ist. Berechne die Frequenz des ausgestrahlten Tons. Die angegebene Geschwindigkeit V beträgt 90 km pro Stunde, das heißt 90 km pro eine Stunde, also 90.000 Meter pro 3.600 Sekunden. Und 90.000 geteilt durch 3.600, das macht genau 25. Die angegebene Geschwindigkeit beträgt also 25 Meter pro Sekunde. Diese Distanz 5 cm nennen wir klein d, also klein d beträgt 0,05 Meter. Was wir suchen, ist die Frequenz f von diesem ausgestrahlten Ton. Und um diese Frequenz zu finden, nutzen wir diese zwei Formeln. Die Geschwindigkeit ist gleich zur Länge der zurückgelegten Strecke geteilt durch die dazu benötigte Zeit und die Frequenz, das ist der Kehrwert von der Periode. Da V d auf t ist, muss t d auf V sein. Dieses d ersetzen wir durch 0,05 und V ersetzen wir durch 25. Und somit finden wir als Periode t 0,002 Sekunden. Die Frequenz ist der Kehrwert von der Periode, also 1 geteilt durch 0,002, das heißt 500 Hertz. Die gefragte Frequenz beträgt also 500 Hertz.